Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit Schreiben vom 9. November 2021, eingegangen am 12. November 2021, hat der leitende Oberstaatsanwalt bei Herrn Landtagspräsidenten die Aufhebung der Immunität des Abgeordneten Müller beantragt, um ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Beleidigung einleiten zu können. Die Immunität ist nach ganz herrschender Meinung ein Parlamentsprivileg. Sie schützt nicht das Interesse des einzelnen Abgeordneten an einer Vereitelung oder Verzögerung legitimer staatlicher Verfolgung. Sie schützt vielmehr die Funktionsfähigkeit des Parlaments. Bei seiner Entscheidung über die Aufhebung der Immunität des Abgeordneten Müller hat das Parlament und ihm vorangehend unser Ausschuss zwischen den Parlamentsbelangen, denen einer geordneten Rechtspflege und denen des Abgeordneten an einer ungestörten Wahrnehmung seines Mandats abzuwägen. Diese Abwägung muss frei von Willkür sein. Das Parlament entscheidet jedoch nicht über die Berechtigung der gegen den Abgeordneten erhobenen Vorwürfe. Es urteilt also nicht über Schuld oder Unschuld des Abgeordneten. Es entscheidet vielmehr darüber, ob sich die Staatsanwaltschaft erkennbar von unsachgemäßen Motiven bei der angestrebten Maßnahme leiten lässt. Sind hierfür keine objektiven Anhaltspunkte ersichtlich, ist der Landtag gehalten, die beantragte Maßnahme zu genehmigen. Die beantragte Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Anfangsverdachts der Beleidigung lässt keinerlei Anhaltspunkte auf eine missbräuchliche Strafverfolgung erkennen. Sie dient lediglich dazu, den Anfangsverdacht zu belegen oder zu widerlegen. Ein Strafverfahren ist damit noch nicht verbunden. Die Aufhebung der Immunität des Abgeordneten Müller begegnet mithin keinen Bedenken. Der Ausschuss hat in seiner gestrigen Sitzung, leider nicht, wie es der Präsident heute Morgen ausgeführt hat, einstimmig, sondern mehrheitlich bei einer Gegenstimme und Abwesenheit der linken Fraktionen beschlossen, dem Plenum zu empfehlen, entsprechend dem Antrag der Staatsanwaltschaft vom 9. November 2021 die Immunität des Abgeordneten Müller aufzuheben. Vielen Dank.